Ich bedanke mich, dass Sie das Video angeklickt haben. Hallo, liebe Freunde. Wir machen gemeinsam die Lottozahlenvorhersage. Schauen wir uns zunächst einmal die gezogenen Zahlen an. Und zwar, wie hat die 13, 33, 37, 40, 46 und die 48. Wir spielen zunächst einmal nach 9er Mini-Vollsysteme. Das bedeutet, wir entscheiden uns zunächst einmal, wie ich das hier vorgemacht habe, in blauen Markierungen für 9 Zahlen. Diese schreiben wir zunächst einmal einfach hier auf, ja? Diese 3 Systeme sind schon bereits angefertigt. Ich werde jetzt das Ganze mit euch einmal gemeinsam durchgehen. Also, wir haben hier die 2, wir kopieren uns das Ganze, setzen hier rein. Dann haben wir die 11 für die 2, diese setzen wir hier rein. Für die 3 setzen wir die 15 rein, für die 4 die 22, für die 5 die 31. Das ist ein Mini-Vollsystem, das ist vollkommen legitim und absolut normal, dass gewisse Kombinationen sich wiederholen. So, das war's auch schon. Man kann insgesamt auf 3 Linien mit 9 Zahlen ein 9er Mini-Vollsystem zusammenbasteln. So kann man zumindest auf insgesamt 3, 6, 9, 12 Linien spielen. Als nächstes probieren wir das Ganze auf 6er Garantiesystem. Das bedeutet, ich habe hier jede einzelne Linie separat ausgewertet. Das sind die Auswertungen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz, damit ihr vielleicht davon einen Screenshot machen könnt. Dementsprechend habe ich das Ganze auf insgesamt 38 Linien zusammengefasst. Die erste Zahlen habe ich sortiert, damit man das Ganze ein bisschen besser nachvollziehen kann. Das hier wäre eine weitere Alternative, um zumindest das Glück etwas näher zu kommen. Als Superzahl hatten wir einen geraden Wert, und zwar die 6. Logischerweise sind natürlich die geraden Werte sehr lange zurückgeblieben und diese werden jetzt nachziehen. Das kann man hier sehr schön verfolgen. Zufolge kann eventuell hier Superzahl 0 kommen, ja, weil hier die 6 angeschlagen hat, die 2 und eventuell die 4. Also ich würde komplett bei gerade Werte bleiben. Schauen wir uns mal die Gewinnauszahlungen an. Ja, diese sind recht sehr gut ausgefallen. 11,20 Euro für 3 richtige, 6 richtige 1,6 Millionen. Also ich finde, das ist ganz schön schwach bei 30,7 Millionen Euro Spieleinsatz, dass ja nicht mal 2 Millionen Euro als Gewinn ausgeschüttet wird. Rest sieht gut aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alles Gute und bis bald.